Wir sind hier auf dem Marktplatz in St. Gallen und wir werden etwa das 20. hoch spazieren. Es sind sehr viele kritische Geister da, die mit diesen drakonischen Massnahmen nicht einverstanden sind. Darf ich fragen, was ist dein Beweggrund, dass du mit dieser wunderschönen Laterne hier heute ankommst und mit uns durch St. Gallen spazierst? Also ich möchte einfach ein Zeichen setzen, weil es ist die höchste Eisenbahn. Es ist einfach unglaublich, wie unsere Grundrechte, Menschenrechte beschnitten werden für nichts. Also, ja, es fängt ja schon an mit dem PCR-Test, wo man eigentlich Studien hat, beweist, dass der überhaupt nichts bringt, dass er auch nicht für Diagnostik zulässig ist. Und auf dem ist alles aufgebaut. Und Medien und Fachleute, sogenannte Fachleute, Wissenschaftler, tun sich vor allem ja auf die Fallzahlen konzentrieren, die auch überhaupt nichts aussagen, statt dass man mal anschauen, die Hospitalisationen und Todesfälle. Weil das ist wirklich das, was zählt. Und wir haben auch letztes Jahr keine Übersterblichkeit gehabt. Und ich denke, es geht da überhaupt nicht um Corona. Es ist keine Pandemie. Da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn man wirklich seriös zum Beispiel nur schon die BAG-Zahlen anschaut, vergleicht mit den Jahren voran, es ist einfach Wahnsinn, was mit uns passiert, was mit uns gemacht wird. Ja, eben, dass man es überhaupt kann durchschauen kann, braucht es ja Medienkompetenz. Darf ich fragen, auf welche Webseite oder Medienkanal, YouTube-Kanal du dich begibst und dort dich informierst? Also ich muss so sagen, ich lese keine Zeitungen mehr. Wir haben den Mainstream, SRF, ZDF, RTL, alles schauen wir nicht mehr. Und es gibt so viele unzensurierte Kanäle, ganz verschiedene, wie Corona Transition, Bittl TV. Und es gibt hunderte von Kanälen, wo man sich wirklich seriös kann informieren, selber noch recherchieren und dann weiss man, was los ist. Versuchst du auch deinem Umfeld, deine Nachbarn, Arbeitskollegen aufzuklären und gibst ihnen ein paar Flyers? Oh ja, ich bin ziemlich aktiv, auch mit Visitenkärtchen, die wir drucken, die wir verteilen, überall ein Gespräch suchen. Ich bin immer ohne Maske unterwegs, ich habe zwar ein ärztliches Attest. Und ich werde je länger ich mehr darauf angesprochen, aber im positiven Sinn. Und komme so auch mit den Leuten ins Gespräch und ich merke einfach bei vielen Leuten, sie sind nicht informiert, sie haben aber ihre Zweifel, sind unsicher und sind dankbar, dass man Hinweise geben kann, vor allem auch Informationen, wo sie sich sonst noch informieren können. Also du hast es wirklich schon geschafft, jemand, der am Anfang jede Massnahme gut geheißen hat vom Bundesrat und nachher bist du gekommen und hast dich versucht, auf einen Weg zu bringen und dann ist es ja am Anfang kritisch geworden. Ja, ich denke, es gibt verschiedene Gruppen von Leuten und ein grosser Teil der Leute merkt, etwas stimmt nicht, sie zweifeln. Sie wissen zwar nicht genau was, aber wenn man ihnen sagen kann, geht selber recherchieren, schaut dort und dort in diesen Kanälen und bildet euch eine eigene Meinung. Und da sind viele Leute sind sehr, sehr dankbar, wenn sie die Informationen bekommen. Und dann gibt es natürlich noch die anderen, ich sage jetzt mal, die so beeinflusst sind, wo wirklich halt ja, unseren Bundesrat und der will nur das Beste und so, dort ist meistens nichts zu machen. Die müssen, die schlafen. Danke vielmals für dein Engagement und mach weiter so, ich habe sonst noch ein paar Flyers dabei. Ja, jetzt versuche ich noch jemanden zu interviewen, bevor wir loslaufen. Danke vielmals.